Du siehst ja, ich werde auch immer wegen dem einen Jahr hier, ne? Von Russell diskriminiert. Diskriminiert, ja. Und diskreditiert. Genau. Eiskalt. Ja, was sagt Russell? Ja, ihr Jungspunde, ihr. Ja, ja. Mhm. Opa. Opa Raza! Gibt's neu zum Essen? Schlag mehr, als du verdient hast. Gibt's noch einen Nachschlag? Nee, nicht unbedingt. Boah, was ist das für eine Riesenhöhle? Das wird gar kein Ende hier. Hä, wie kommt da unten eine Fackel hin? Hä? Hier muss schon mal jemand gewesen sein, von der anderen Seite. Interesting. Ich dachte, das wäre Eisen, aber es ist nur Fernsehen. Nein, ich habe meine Pickaxe runtergeworfen. Nein. Okay, jetzt. Ich springe da unten in den See. Ich bleib hier oben erstmal. Ich springe in den See. Ich treffe ihn. Ja, ich treffe ihn. Ja! Schade. Kann ich gar nicht so viel mitnehmen, wie ich hier rum habe. Habe ich irgendwie mein Backpack noch dabei? Ne, ich habe kein Backpack dabei. Kein Backpack. Haben wir eigentlich noch was zu fressen in der Bude? Ja. Nur so, also ich bin da, wenn wir, also zwei Leute können schlafen gehen. Toll, oder? Von fünf, ja. Oder sind wir vier? Hui! I'm zwei von vier. Say goodbye. Goodbye! Oh, es ist wieder hell. Ja. Welche Wohltat. Es ist Tag. Ja, wenn du mal einen richtigen Kick erleben willst, musst du mal von da oben in den See springen. Nee, oh, danke. Das war Standard Minecraft-Regie, haben wir das immer gemacht, in komische Löcher springen. Guck mal her. Guck mal, da oben ist die Planke. An den Turm des Grauens, die ich gebaut habe. Kennt ihr noch den Turm des Grauens? Nein. Was? In Staffel 2, wo wir. Oh nein, ist es sowas, wo das dann nur noch ein Loch nachher ist? Ja. Immer kleiner wird. Boah. Nee, es gab nur einfach ein Loch. Von oben runter springt ein Loch. Es wurde nicht kleiner und es wurde nicht größer. So, und alle unsere Gäste mussten da runterspringen. Finde ich gut. Hm. Und alle starben. Wow, Creeper! Ich habe irgendeine Map aufgemacht. Geil, wie krieg ich die dazu? N. Gar nicht. Ne, N habe ich nicht gedrückt. N war es nicht. Oh, noch ein Creeper. Ich sehe nicht mehr, wie viel ich noch lebe. Ich habe einen Laufbug, ich sehe nichts mehr. Immer diese Ausreden, ne? Ich habe einen Laufbug, ich habe irgendwas aus Versehen aufgemacht. Ja, ja. Noch Creeper! Lauf, buff. Ich höre den nur, ich höre die immer nur. Wie krieg ich die Map aus? Ich habe so eine verkackte Map an. Ah. Keine Ahnung. Was ist das für eine Map? Die ist riesengroß auf dem Bildschirm. Ah, auf X war sie. Ja, X. Ah. Oh, ich habe mein ganzes Leben noch. Scheiß Creeper, haben nichts geschafft. Die können ja nichts, ey. Da ist noch einer. So, dann wieder nach oben. Kaum sehe ich wieder was, sieht er mir ein halbes Herz ab, ne? Ist klar. Ja, logisch. Sonst wäre es ja langweilig. Stimmt. So. Lalala, lalala, lalala. Wo kommen die eigentlich her? Warum waren hier so viele Creeper gerade? Macht das Sinn? Nope. Es war die ganze Zeit Nacht, Razor. Wir waren nicht pennen. Ich bin eh in der Höhle. Es war Nacht. Okay. Glaubt ihr das? Ich brauch Eisen den ganzen Tag. Ich brauch Eisen, weil ich es mag. Ja, ich dachte auch, in den Meteoriten wäre ein bisschen mehr Eisen drin, aber ist leider nicht. Dafür alles an. Ja. Wir brauchen jemanden, der für uns Eisen farmt. Bitte bewerbt euch jetzt mit Hashtag Eisenfarmer. Haben die doch schon alle getan. Ja, jetzt müssen wir es nochmal aktuell wirklich machen. Hashtag Eisenfarmer. Ach, Alex, du weißt doch, selbst ist die Frau. Ja, deswegen farm ich ja schon. Hier für ein Loch. Da muss ich rein. Ja. Brother der Höhlenforscher. Ja, gerade schon. Yay! Hallo? Mehr davon. Nein, Razor. Nein, so geht das nicht. Ich? Ich brauche noch mal Eisenpflanzen. Du könntest ihr genug Diamanten besorgen, damit sie die schneller wachsen lassen kann.
Nein, aus den Diamanten würde ich dann Diamantenpflanzen machen. Müssen wir jetzt erstmal warten, bis sie gewachsen ist, oder was? Im Grunde hat sie mit jedem Mal die Chance von 5% einen zweiten Seed mit rauszubekommen, wenn sie es abbaut. 5%, Wahnsinn. Ja, das ist gut, oder? Das geht aber schnell. Kann man das mit, kann man das hochziehen mit Bone Meal und so? Oder mit Niesen? Nee, dafür brauchst du ein spezielles Düngerzeug, was, wie gesagt, einen Diamanten braucht. Okay. Zu teuer. Ja, yep, zu wenig, zu viel. Zu langsam. Kann ich auch mit der Gießkanne arbeiten? Ja. Yep. Ja, mit der Gießkanne geht es extrem schnell. Aber mit den Sprinklern wird es auch schon beschleunigt, zumindest. So, ich glaube, ich besuche jetzt mal Blaze. Ach nee, Blaze ist ja gar nicht da. Brother, hast du meine Axt dabei? Ach, okay. Habe ich. Brauchst du die? Doch wieder. Oh, Sinn. Später dann mal. Wer Nietzsche? Jo, ich komme irgendwann gleich wieder. Ich bin eh schon voll hier. So. Angry Zombie. Ich bin auch angry. Okay, Meteorit okay. Abgebaut, Baum gelöscht. Hier war ich heute schon mal. Wie viel Zeit habe ich jetzt dafür in Anspruch genommen? 3 Folgen. Ja, etwa. Kommst ja auch nix zu nix, ey. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Stellen sich deine Abonnenten schon, dass wir dich mobben oder so? Nee. Kommt noch. Ich habe mich nur beschwert, dass Sebi mal die Kisten aufgeräumt hat. Ja. Echt? Ja. Ja. Aber. Aber irgendeiner muss es ja tun. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht ja, aber wenn ich. Das machen. Wenn du jetzt. Naja, doch, auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt meinen Abonnenten anbieten würdest, ja, hier, ihr könnt ja vorbeikommen, die Kisten aufräumen, dann wären die so schnell dabei. Kannst du gar nicht gucken. Blaze says no. No. Macht ihr Hashtag Kisten aufräumen, dann seid ihr dabei. Wofür haben wir denn hier ein Sortiersystem? Noch haben wir gar nichts. Ja, dann halt dich mal ran. Was trödelst denn du so? Ich hab mit dem Sortiersystem nichts zu tun. Warum nicht? Weil Ruther das ME-System baut. Das ist aber kein Sortiersystem, das ist einfach nur ein Lagersystem. Ja, aber es ist ja darin sortiert, ja. Ja, aber nach einer ganz komischen, nicht so wie man es will. Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen ja ein automatisches Sortiersystem. Du brauchst nicht sortieren, das ist einfach alles eingelagert, das reicht doch. Ja, das kann man darin optimal suchen und du kannst von da aus dann alles verarbeiten lassen. So ja, aber die Chips sind zu teuer, deswegen werde ich jetzt diese Busse bauen zum Einlagern. Aber die sind auch scheiße teuer. Scheiße teuer, steigern sie alles mit Scheiße. Richtig. Oh Gott, ich werde sterben. So ein scheiß Bärenkatapult. Mit Streitäxten. Im Übrigen, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wo ich das schon mal gesehen habe. Ich habe den hier live gesehen in Düsseldorf. Ich war am Zack im Comedy Club zu einer Poetry Slam Nacht und ich habe den hier live gesehen, den Typen. Achso. Daher kannte ich diese Scheiße nämlich schon ewig. Diese Scheiße, hörst du dir an? Er steigert auch schon alles mit ja, Scheiße. Ja, natürlich. Das muss man ja auch, das ist auch so richtig. Mit Streitäxten. Ah, schön. Nightwash. Ja, wie gesagt, ich habe den hier live gesehen. Ja, Nightwash ist ja in Köln, hast recht, das ist zu weit. Ja. Nightwash geht gar nicht. Köln. Außerdem ist Nightwash in Berlin. Das kommt drauf an, welches. Hm. Stimmt, das Gute ist in Berlin, das Schlechte ist in Köln. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Warum bist du jetzt aber so für Berlin? Hä, wieso? Nein, ich bin nur gegen Köln. Das hat nichts mit... Es gibt für mich... Diese typische Schlüssel auf Köln, ja, ist klar. Ach, das ist totaler Schwachsinn, gerade weil ich bin ja auch so voll der gebürtige Düsseldorfer und so. Mhm. Ich, Scheiße. So, ich habe jetzt ein Stück Eisen. Was, wer hat denn gerade warum gelacht hier? Ha? Köln und Düsseldorf, oh Gott. Ein Stück Eisen heißt, ich habe 2 Stück Eisen eigentlich, also ja, kann ich exakt. Jetzt... Wenn dir 2 Stück Eisen reichen, ja. Nein, ich brauche ja 5, aber wenn ich jetzt noch weiterfahren muss, dann hau ich meine Abonnenten. Das heißt, ich soll jetzt gleich losfahren. Losfahren. Das hat keiner behauptet. Nö, hab ich auch. Aber machen muss es trotzdem. Ja. Nur weil es keiner behauptet hat, heißt es noch nicht, dass ich nicht machen soll. Ich stehe jetzt übrigens gerade im Haus rum und mach's nichts, genau. Das machst du eigentlich immer. Deine Abonnenten haben sich schon beschwert, dass du nie was machst. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Nicht meinen, sondern deine Abonnenten. Oh, der Sebi, der macht ja nichts mehr, seitdem er bei euch ist. Faule Stück, der. Ja, ich, der. Ja. Genau das. Lass dich nicht ärgern, Sebi.
Du weißt, der Neueste bei uns ist immer der, der gemobbt wird, ne? Wenn wir irgendwann wieder neuen drin haben, dann hast du Glück gehabt. Ich kann mit Mobsen jetzt sehr gut leben, ja. Ja. Mich war lange Zeit der Neue. 2,5 Jahre lang. Ja. Ich kann damit aber tatsächlich wirklich sehr, sehr gut leben. Aus einem ganz einfachen Grund. Auch. Wenn ihr das nächste Mal ankommt und eine Frage habt, sage ich, oh, keine Ahnung. Aber ich krieg Schaden. Ja, dann sagen die aber, der Sebi, der ist doof, der kann gar nichts mehr. Nix kann er, nix. Ach, Ferus brauche ich nicht. Wo haben wir denn was zu essen? Ich habe keine Hungerkeulen mehr. In der Kiste am Hier ist eine Futterkiste, aber hier, komm, hier. Oh, ich bin in meinen Gang wieder rausgekommen, geil. Welche Richtung war jetzt mein Zuhause? War das die Richtung oder die andere? Nee, es muss die andere Richtung sein. Du hast schon 3 Eisenpflanzen? Wow. Das hat Swag. Wo bin ich denn hier? Das ist ja voll der lange Gang hier, ey. Swaggity-Yo-Yo. Swaggity-Yo-Yo. Bullshit. Bam. Swag. Trigger. Warum ist hier Gravel mitten in meinem Gang? Ach, der Gang war das. Nice. So. Guck mal, ich treppe wieder rauf. Brace, wolltest du deine Axt wieder haben? Ja, irgendwann mal. Habe ich unten in eine Kiste gelegt. Unten in eine Kiste? Nee, habe ich dabei. Warum wächst hier Cadmium neben unserem Haus? Na, Fee, hast du gehört? Mhm. Ohr gesagt. Ich habe gehört, ich habe aber nichts gesagt. Ich werde erst was dazu sagen, wenn du sehr oft Ohr gesagt hast und nicht mehr Ori. Aber es ist doch eigentlich in Sachen falsch zu sagen. Auf jeden Fall. So, wie Tom Preider? So in Richtung Gravel oder Silber zum Eisen zu sagen. Das ist doch schon oldschool. Ja, aber das ist ja genau das, was diese ganze Sache eingeläutet hat. So, wollen wir jetzt diesmal pünktlich schlafen gehen, damit es keinen Stress gibt? Ja. Gut. Nein. Ich bin im Bett. Let's take a nap. Juhu. Guten Morgen. Sollte ich den Strom abstellen? Ich dachte, jetzt kommt Blaze wieder. Aber okay. What? What? Mit seinem Wakey Wakey. Wakey Wakey. Oh nee, das muss ich mir für später aufheben. Echt? Yep. Lame. Wieso denn bloß? Was tut die nur? Moloch-Pack. Was? Moloch? Moloch. 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 Balum. Moloch. Ach ja, komm hier. So, machen wir mal hier. Iron. Lead. Silver. Copper. Tin. Alumite. Dick. Was macht der? Okay, funktioniert. So, dann packen wir mal hier rein. Wir haben noch fast 2 Stacks Mimikry. Stacks. Ja, haben wir das letzte Mal im Nether gut gefarmt. Ja. Die ist wo? Wo Razor wieder so oft gestorben ist. Weil er es nicht mit dem Pigman aufnehmen kann. Die Pigmen-Zombies können aber auch echt gemein sein. Ach du, ich habe gegen 5 gleichzeitig gekämpft, ohne Probleme. Ja, du bist ja auch ein Pro. Nee. Im Gegensatz zu Rather. Was ist denn Industrial Credit? Damit kann man bezahlen. Was ja auch ein bisschen aussagt, oder? Ja, wie macht man das? Indem man damit bezahlt.